Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Benefit-Adventskalender oder Benefit-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Benefit hat dieses Jahr einen Adventskalender rausgebracht, beziehungsweise einen Adventskalender, der für die Zeit vom 26.12. bis zum 6.1. sein soll. Das heißt, die Zeit von Weihnachten bis zu den Heiligen Drei Königen, weil das auch irgendeine kirchliche Tradition ist. Also die Zeit da und das machen sich die Konsumsachen zu Güte, zu Gunsten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ja ein Adventskalender, der schlappe 69,99 auf Douglas kostet und ich erwarte Großes von ihm. Krass. Shake Your Beauty ist der, das Motto. 12 Days of Benefit Advent Calendar. Ja, 12 Tage, 12 Kläppchen, 69,99. Also wenn der es nicht drauf hat, dann bin ich traurig. Gut, ich mag Benefit richtig, richtig gerne. Die haben ja so tolle Produkte, ne? Ich habe auch einige Paletten und so von denen, also Face-Paletten. Und ich mag den 24 Hours Browser, der da nicht drauf habe und so weiter. Die Mascaren sind toll. So sieht der Adventskalender dann tatsächlich aus. Und ich möchte nicht lange schnacken, ich möchte starten. Schade für einen 69,99 Euro Adventskalender, dass es Kläppchen sind und keine Boxen. Das Design an sich finde ich aber ganz schön, hat aber nicht wirklich was Weihnachtliches, abgesehen von den Sternchen. Hier oben haben wir die Nummer 1. Ja moin. Hula. Okay, da steht immer dann im Kläppchen beschrieben, was hier quasi dann drin sein soll. Au. Oh. Entschuldigung, man hat ihn nur schwer rausbekommen. Und zwar haben wir hier den Hula Bronzer drin mit 4 Gramm. Es wird übrigens auch eine Verlosung geben in diesem Video, also ne, sei gespannt. Und so schaut er dann entsprechend aus. Den Hula Bronzer habe ich schon da. Und es ist ganz gut, dass das das erste Kläppchen ist, weil das ist so der Basic oder das bekannteste Produkt von Benefit, oder? Okay, ja, hier muss man nicht wirklich viele Kläppchen suchen, weil das geht hier einfach so durch die Gegend. Da haben wir die Nummer 2. Das kriegst du nicht raus, ne? Da muss ich mir leider meine Schere nehmen, um das rauszuhebeln. Also es ist echt Wahnsinn. Wir haben hier enthalten die They Are Real. Was genau davon? Die Mascara, die They Are Real Mascara. Das ist diese hier. Und auch die ist wieder in der Probegröße. 3 Gramm sind enthalten. Bitte entschuldigt meine Fingernägel. Ich war eben im Garten und sie sind mitgenommen. Und ich mache ganz viele Adventskalender in letzter Zeit auf. Sie sind einfach mitgenommen. Ne? Schade, dass es eine Probegröße ist, aber ich weiß gar nicht, ob hier Platz für Full Sizes überhaupt drin ist. Ja, die Mascara sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also das ist ein Gummibürstchen und die hat vorne drauf nochmal so extra Piekser. Die kannst du super für den unteren Wimpernkranz verwenden. Man kann tatsächlich auf der Benefit Homepage auch sich selber so Mustersets zusammenstellen oder Probegrößensets oder Ausprobiergrößensets, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Die kosten aber, ich glaube, sogar mehr, als wenn du das jetzt so in diesem Adventskalender kaufst. Ne? Das sind quasi dann ja 12 Produkte in Minigröße, wenn es alles Minigrößen sind. Die Nummer 3 haben wir hier. Das ist Precisely My Brow. Okay, ja, schwierig mit der Shade-Farbe. Das ist die Shade Nummer 3. Ich hatte schon mal die Shade 3,5, die mir sehr, sehr gut gepasst hat. Ich glaube, dass das hier eine Full-Size-Größe ist. Wir haben hier drin 0,04 Gramm. Es hat eine wirklich super, super feine Spitze, die so ausschaut. Und ich hatte den auch wirklich schon mal komplett aufgebraucht. Anfangs ist es ein bisschen hart und man kriegt es nicht wirklich ab. Aber wenn man ein bisschen gerollt hat und ein bisschen länger damit gearbeitet hat, dann lässt er sich auch besser auftragen. Es ist wirklich ein Mittelbraun, würde ich sagen. Ich glaube auch die häufigste Haarfarbe ist tatsächlich braun auf der Welt. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob da unterschiedliche Farben in den Kalendern drin sind. Ich bin blond. Aber er könnte mir passen. Nun denn, die Nummer 4 ist ein eckiges Kläppchen. Das ist vielleicht wieder so ein Mini. Ja, Dandelion Baby Pink Blush. Hier haben wir drin 3,5 Gramm. Und das ist halt auch wieder so ein kleines Pöttchen. Ich habe mir übrigens jetzt gerade mal meine Face-Paletten von hier oben runtergeholt und habe hier 2 Benefit-Face-Paletten liegen. Einfach um zu gucken, zum einen habe ich die Farben schon da und zum anderen, ich kann euch die ja swatchen. Also nehme ich einmal den Hula Bronzer, den ich euch swatche und auch den Dandelion. Die sind beide in einer Palette drin, die ich schon habe. Die habe ich jetzt hier auf den Fingern
und kann euch das auch hier direkt swatchen. Hier bin ich übrigens in Brennnesseln gekommen. Ja, es hat heute richtig Spaß gemacht im Garten. Nein, es war wirklich schön. Aber ich bin manchmal doch. Oh, ich ziehe manche Sachen echt magisch an. Aber na, da sind auf jeden Fall die beiden Produkte einmal geswatcht. So, dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 5, die sich hier befindet. Oh, das ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte von Benefit. Das habe ich ja, wie gesagt, auch schon jetzt gerade auf meinen Augenbrauen drauf. Das ist der 24 Hours Brow Sitter, den ich hier nicht rauskriege. Ja. Genau, das ist auch eine Probiergröße mit 2 Millilitern. Wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das tackert dir deine Augenbrauen fest. Und das ist kein Blödsinn, was ich erzähle. Das ist ein richtig gutes Augenbrauengel, was ich hier vorne auch vor mir habe. Das ist in meinem ja, normalen Schminkkit auch drin. Ich mache jetzt einfach mal meins auf. Ich habe da auch richtig viele Backups schon von. Das ist halt einfach so ein Gummibürstchen, was so flach ist. Aber es hat zwei verschiedene Seiten. Einmal eine lange Seite, um die Haare so ein bisschen auch schon mal vorab in Form zu bringen. Ich kämme die damit dann meistens einmal hoch und dann gehe ich mit dem etwas kürzeren Bürstchen drüber, um die Haare dann oben nochmal flach zu legen und um dann gegebenenfalls nochmal nachzujustieren. Also ein wirklich, wirklich gutes Produkt. Und ja, das ist dann halt auch entsprechend ein Gel, was sehr, sehr fest wird und auch wirklich, es bleibt, ne? Es macht, dass die Augenbrauen halt auch halten. Also, ja, ich habe jetzt dreckige Finger, aber so ist, ich bin gerade mit dem Mittelfinger drüber gewischelt. Es bleibt halt so, ne? Es ist jetzt nicht für immer und ewig festgetackert. Du kannst es dir einfach abwaschen. Und wenn du doll reibst, dann wird sich auch deine Augenbraue verabschieden. Aber es ist cool. Ich mag das. Die Nummer 6 haben wir hier. Das ist eine Tube. Ja! The Professional, der Klassiker von Benefit. Und zwar, nee, ich glaube, das ist ein anderer. Das ist der The Professional Hydrate Primer. Genau. Ich glaube, der ist neu rausgekommen, oder? Auch das wieder eine Probiergröße. 7,5 Milliliter sind hier drin. Komm, den gucken wir uns mal an. Ist hier natürlich noch zu, aber ich werde ihn demnächst auch mal verwenden und ausprobieren. In einem Schminki mit euch zusammen. Habe ich hier. Ich habe eben Burger gegessen. Ich glaube, mein Lippenstift hat auf mein Kinn abgestempelt. Deswegen habe ich ein rotes Kinn. Läuft. So sieht der Professional Primer auf dem Finger aus. Und wenn man ihn auf der Haut verreibt, das ist ganz angenehm. Also, das ist der Hydrate Professional. Das heißt, es ist nicht wie der normale Professional, dass er quasi einfach nur die Poren verschwinden lässt, sondern oder Poren perfektioniert, sondern er hydratisiert auch noch. Und ich finde, er fühlt sich super angenehm kühlend an und zieht auch unfassbar schnell ein. Ich weiß nicht, ob das für meine trockene Haut dann auch gut ist. Muss ausprobiert werden. Die Nummer 7 haben wir hier unten. Hier haben wir auch wieder eine Mascara, und zwar die Roller Lash Mascara. Geil, wenn du einfach diesen Primer am Finger hast und alles flutscht. Also es sitzt richtig, richtig fest da drin. Das ist diese hier. So schaut die aus. Und da haben wir 3 Gramm drin. Mini-Größe, aber ist ganz hübsch. Ich habe auch den Eyeliner von denen. Das fand ich auch ganz interessant. Auch das ist ein Gummibürstchen, aber das ist geschwungen. Riecht angenehm nach Mascara. Ja, ich mag Gummibürstchen und ich mag geschwungene Bürstchen. Die machen nämlich schön Volumen. Und ja, da bin ich gespannt drauf, was die so machen wird. Super Curling and Lifting Mascara. Wir sind schon über die Halbzeit hinaus. Jetzt kommen wir zu der Nummer 8. Hier haben wir die nächste Tube drin und auch hier ein Primer, aber den Original Professional, den ich jetzt erstmal irgendwie hier rauskriegen muss. Boah. Okay, so, das ist dieser hier mit 7,5 Millilitern und ja, der wird mir auf jeden Fall zu. Er wird mir nicht so gut passen, um das mal so zu sagen, ne? Da ist die Hydrating-Version schon besser für mich geeignet. Und ich meine sogar, dass ich den in einer ganz, ganz kleinen Größe auch noch da habe. Und ja, auf jeden Fall ein porenverfeinernder Primer. Die Nummer 9 haben wir jetzt in dem letzten Drittel quasi. Oh ja, die Mascara, die ist krass. Also da hat Benefit es sehr, sehr gut gemeint mit dem Einpacken, weil das kriegst du echt super schwer hier raus, ne? Das ist sehr, sehr fest drin. Boah! Okay, das ist die Bad Girl Bang Mascara und die hat 3 Milliliter bzw. 3 Gramm enthalten. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine, die ich hier habe, damit ich die nicht extra aufmachen muss. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen hygienischer. Die hat ein sehr, sehr interessantes Bürstchen. Das ist so kegelförmig nach vorne zulaufend. Ist auch wieder ein Gummibürstchen. Ich weiß nicht, ob Benefit irgendwas anderes als Gummibürstchen hat. Riecht auch wieder ganz angenehm. Also eigentlich noch nicht viel. Genau. Hat aber ein ultralanges Bürstchen. Also das ist
krass, wie lang dieses Bürstchen ist, ne? Du kommst damit aber perfekt auch an deine inneren Wimpern und auch unten an die Wimpern sehr, sehr gut dran, ohne dass irgendwas abstempelt oder so. Kommen wir schon zum zweistelligen. Hier haben wir die Nummer 10. Oh. Man kriegt es nicht raus. Man muss den Adventskalender immer hinlegen. Also es hätte auch nichts gebracht, wenn ich mir den in den Hintergrund gestellt hätte, weil dann hätte ich den immer wieder rausnehmen müssen zum Aufmachen. Und hier haben wir drin das Gimme Brow Plus in der Farbe Nummer 3. In der Farbe 3,5 müsste ich das schon da haben. Das hat so ein winzig kleines Bürstchen vorne dran. Das ist halt für die Augenbrauen. Das ist ein Brow Volumizing Fiber Gel. Ja. Um entsprechend die Augenbrauen zu voluminisieren. Da sind 1,5 Gramm drin enthalten und das ist die Farbe 3. Und das ist wirklich super, super klein, aber auch super, super schick, ne? Hier haben wir jetzt die Nummer 11, das vorletzte Kläppchen. Das ist auch von They Are Real, aber da steht irgendwas mit Tinted Primer drauf. Das finde ich cool. Das scheint ein Mascara-Primer zu sein mit 3 Gramm, um nochmal extra die Mascara zu verstärken. Das finde ich interessant. Simi, warst du das? Ja, ich glaube, Simi hat gerade ganz tief ausgeatmet. Okay, das sieht genauso aus wie die They Are Real Mascara, nur halt in braun. Und das kannst du als Primer verwenden. Kann man das nicht auch solo verwenden, wenn es braun ist? So als braune Mascara? Finde ich ganz cool. Ja, also wie gesagt, hier sind 3 Gramm enthalten. Und zum Ausprobieren finde ich solche Größen ganz gut. Aber 69,99 hat der Kalender gekostet. Ich hoffe jetzt, dass wir in der Nummer 12 ein Full-Size-Produkt drin haben oder irgendwas Cooles, aber es ist so schmal. Ja. Ja, hier haben wir den Rollerliner drin. Das ist halt der Eyeliner, von dem ich eben auch schon gesprochen habe, mit 0,5 Millilitern. So schaut der aus. Ich hole gleich mal eben meine Full-Size-Größe, dass wir uns angucken können, wie vorne das Pinselchen aussieht. So, hier haben wir dann einmal den Rollerliner, wie er in Full-Size aussieht. Den hatten wir mal in irgendeiner Glossybox oder in einem Adventskalender von Glossybox mit drin. Das ist einfach eine Filzstiftspitze, mit der du aber super schön malen kannst. Also, ich habe jetzt mal so ein fancy Snail-Ding gemalt. Und das ist ein ganz, ganz toller Eyeliner, muss ich wirklich sagen. Mit dem kannst du schön einfach malen. Also der macht schöne Striche, da kannst du echt fein mitmalen. Der gibt gut Farbe ab. Das macht echt Freude, damit zu arbeiten. Ich muss aber sagen, ich hätte mir in einem Adventskalender für 69,99 € erwartet, mindestens ein Full-Size-Produkt drin zu haben. Also das ist echt mau. Ja, also ich denke schon, warenwerttechnisch liegen wir relativ hoch, weil die Produkte halt auch recht hochpreisig sind, aber ohne Witz, ich würde euch davon abraten, den zu kaufen, weil der jetzt nicht so bombastisch ist, wie man sich das erhoffen würde, glaube ich, oder? Wenn man hört, Benefit oder, ach, ich sage immer Benefit, Benefit Adventskalender, mega geil, muss ich haben, habe ich ja auch gedacht. Natürlich, da waren auch die Bilder abgebildet, aber trotzdem habe ich gedacht, na komm, die haben bestimmt irgendwie ein Full-Size mit reingepackt. Nee, leider nein, leider gar nicht. Bin enttäuscht. Ich habe jetzt 3 Produkte rausgesucht, die ich in diesem Video verlosen möchte, die auch so ein bisschen einmal alles abdecken. Einmal die Bad Girl Bang Mascara. Das ist quasi, das ist Sammy jetzt gerade gegen die Kamera gelaufen. Mäuschen. Genau, die ist dann, ne, deckt quasi das, die Wimpern ab. Dann etwas, was das Gesicht abdeckt. Da habe ich den Professional Primer hier. Und etwas, was die Augenbrauen abdeckt, ist der 24 Hours Brow Setter. Den möchte ich euch auch einfach mal mit reinlegen. Genau, diese 3 Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!